Einen Tag später könnt ihr die Hindernisse, Wegnisse umgehen, die die Wildermark für euch bereitet. Immer mal wieder die ein oder andere Begegnung in den Hügeln mit Untoten, die ihr umgehen könnt, bis ihr dann in der Nähe von Gelborn steht. Das soll wohl den Berichten nach, dem Steckbrief zufolge, der Wehrgasthof in der Nähe der Zauberersümpfe sein. Hier soll Albuin leben. Und wenn ihr aus der Nähe späht und euch das Ganze einmal betrachtet, könnt ihr auch schon die gelben, leicht schmuddeligen Wappenröcke der Bannstrahler erkennen, die hier an der Brücke stehen, an den Hofeingängen und merkwürdig die Sümpfe betrachten. Den einen oder anderen die Patrouille, die dann ausgeschickt wird auf Pferden, die dann nach draußen reiten über die Knüppeldamm und den einen oder anderen Bauern, der dort Preios gefällig bei den Schweinen, ja, sie verwaltet, bewirtschaftet. Ebenso einige Kohl- und Krautsachen, die in dem Beet stecken und hier wohl ebenso angebaut werden. Das ist eine Ruine im Sumpf, so wie sie im Buche steht, die hier Preios gefällig bemannt worden ist. Wartet einmal. Lass uns noch kurz weiterreden. Lass uns noch kurz absprechen, bevor wir da hingehen. Ich glaube, es ist besser, wenn der Midas mit denen redet und nicht ich. Ansonsten erzähle ich denen wieder irgendwas, wovon ich nicht wollte, dass ich es ihnen sage. Denke Ich glaube, es auch. wäre besser, wenn wir gar nicht mit ihnen reden. Ich verstehe mir nicht, warum ihr manche Sachen vor ihnen geheim haltet und manche nicht. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir teilen uns in zwei kleinere Gruppen auf. Ich würde vorschlagen, diejenigen, die sich besonders gut mit Wasser, Bootsfahrt, Wildnis und derlei Dingen auskennen, kundschaften die nähere Umgebung aus, und diejenigen, die sich mehr auf die Kommunikation und das, ja, Zwischenspiel untereinander verstehen, und schauen sich diesen Wehrgasthof einmal von innen an, um erste Eindrücke zu erlangen, vielleicht sogar den Schädel selbst auszumachen. Wir müssen ja immerhin wissen, wo das Objekt ist, welches wir habhaft werden wollen. Ich kenne mich mit Wasser aus und ich kann Boot fahren. Und wir gehen dann Und Boot ich fahren. werde keinen Fuß zu diesen Leuten setzen. Ich war schon einmal in ihrem damaligen Dorf und das ist nicht sonderlich gut ausgegangen. Kennt sich dein Hund mit Wasser aus? Sie kann schwimmen. Dann kommt er mit uns. Ich komme auch mit euch. Also. Und ich komme auch mit euch. Ich mag Boote. Nun, dann werde ich wohl gehen, Madaion. Wie sieht es bei euch aus? Wollt ihr mich begleiten? Ich schließe mich gerne an. Also, wenn ihr sofort verbrannt werden wollt, ist das eine gute Idee. Ich denke, ich werde mich der Erkundungstruppe anschließen. Angesichts dessen, dass mir Magier im wahrsten Sinne des Wortes auf die Stirn geschrieben steht. Wartet, warum Oh, das sollte. bedeutet das also. Das bedeutet das. Warum sollte Madaion verbrannt werden? Nun. Ein wenig elfisches Erbe steckt doch in mir. Genug, dass man es auf den ersten Blick sieht. Das ist wohl in der Tat nicht so vorteilhaft. Dann sollte Und ich. nach dem letzten Mal haben sie bestimmt auch etwas gegen Torwald. Also soll eigentlich niemand außer uns, außer dir, Midas, da rein. Werde ich mir das Ganze wohl einmal anschauen und. Nun ja. Ich komme dann zurück. Wir sollten allerdings trotzdem noch einen Treffpunkt vereinbaren, während ihr euch die nähere Umgebung anschaut. Es wäre im Übrigen relativ wichtig, probate Fluchtwege für uns auszuloten. Natürlich. Gut. Wo sind wir denn jetzt gerade auf der unteren Karte? Ihr könnt kommen, von wo ihr mögt. Das ist mir quasi egal. Ihr könntet euch hier positionieren, beziehungsweise dann eben von oben weiter über den Knüppel dann kommen und euch dann über verschiedene Positionen dann bewegen. Das ist mir quasi egal. Das ist das Dorf, das wird wahrscheinlich aufgewacht sein. Wenn, sollten wir uns hier treffen. Das ist dann weit genug weg vom Schuss und nah genug an der Straße, dass man schnell hinkommt. Kannst du es nochmal auf die Karte pointern? Okay. Das erscheint mir vernünftig, ja. Dann geht ihr Rechts, rein rechts. und wir schauen erstmal, was mit euch passiert. Wenn Sollte Marion. ich binnen dieses Tages nicht mehr herauskommen, versucht in der Nacht. Mein.
Ach so, ich werde erst einmal wesentliche Sachen, die auf mich bzw. negativ auf mich zurückfallen könnten, an meinem Habe bei euch lassen. Nichts, was mich in irgendeiner Art und Weise verdächtigt. Ich grinst immer zu, ja, gib her. Einlässt. Ja, ich würde insgesamt ein Barvermögen an 2 Dukaten mitnehmen. Ansonsten halt deckt mein Dietrich natürlich und ja, dann halt die übliche Ausstattung, die ich so habe. Also meine Tarnidentität, der Sextant, ein bisschen Kartenpergament, 1-2 Kohlestifte, eine Feder und ein Fass mit Tinte. Ja, und dann würde ich mich ganz gemächlich über den Damm hin zu diesem Wehrgasthof bewegen. Okay, ja, ganz über den Knüppeldamm laufen. Im Süden des Ganzen siehst du tatsächlich dann noch ein paar Felder, die mit einigen Findlingen eingekreist worden sind, auf denen dann die preisgefälligen Bauern arbeiten, die dich misstrauisch anblicken, nicht genau wissen, was sie von dir halten sollen. Und sich dann entscheiden, dir einfach nur zuzunicken mit einer bitterbösen Miene. Ich nicke freundlich und hebe mal die Hand zum Gruße, sage aber auch nichts. Paios zum Gruß. Paios zum Gruße. Paios. Paios. Ja, dann scheint sich sowas wie ein Nicken, ein Lächeln zu zeigen und sie arbeiten weiter. Ja, du kannst weiter über den Knüppeldamm einmal die Festungsmauer, die Ruinen umrunden, bis du dann vor 2 Paladin stehst. Bandstrahler wohl, wie gesagt, nicht mehr abgefallen. Du kannst zwar noch einige Ordensinsignien erkennen, die sind auch alt und ausgeblichen. Ein Wappenrock wohl, ja, schlammig, moorig, verdreckt. Sie nickt dir zu und treten aber auch direkt so in den Weg, dass du erstmal nicht vorbeikommst. Hinter ihnen an der Brücke kannst du weitere Paladine erkennen, die da wohl ebenso stehen. Paios zum Gruß, was führt euch hier hin? Paios zum Gruße, nun, ich bin gewissermaßen Kartograf und ich wollte hier meine Dienste feilbieten. Ich habe gehört, dass der ehrenwerte Herr Albuin dieses Land mit Paios Glanz erfüllt. Und Albuin Invictus, geheiligt sei sein Name. Geheiligt sei sein Name. Und ich wollte fragen, ob er eventuell meine Dienste benötigt. Was für Dienste bietet ihr denn Feil, mein Herr? Wie schon gesagt, ich bin... Wollt ihr auf den Feldern arbeiten? Nein, ich bin Landvermesser und da ja alles seine preisgefällige Ordnung haben muss und wenn der Herr Invictus, geheiligt sei sein Name, den Zehnt erheben möchte, so ist es sicherlich hilfreich, eine genaue Aufstellung der Ländereien zu haben, nicht wahr? Würfel mal eine Überredenprobe. Sie ist erleichtert um 3 Punkte. Alles klar. Das war schon mal einleuchtend irgendwo. Ich hätte mich an einem Sumpf irgendwo drapiert und mich so hingesetzt, dass ich die Burg beobachten kann. Überreden. Und am besten auch so, dass ich ihn sehe. Überreden. Lügen, ja. Lügen, okay. Du bist kein Landvermesser, keine Sorge. Ja. Wer weiß, ich wurde es dir von einem gebissen und machst dann morgens das Landvermesser auf. Ich habe die Talentspezialisierung. Nun, dann, wir werden fragen, ob der Sohn des Lichts Zeit für euch hat. Kommt bitte. Hab Dank. Selbstverständlich doch. Ja. So schließen sie dich in ihre Seite ein. Du kannst über die kleine Brücke hinübergehen. Tatsächlich eine Zugbrücke, braucht man das hier? Sie können aber hochgezogen werden. Scheint wohl relativ neu gebaut worden zu sein, im Gegensatz zu einem restlichen Knüppeldamm. Und die beiden anderen Paladine auf der anderen Seite werden sich dann wohl wieder nach vorne stellen und den Platz derer, die dich jetzt gerade eingeschlossen haben, einnehmen. Du kannst eine große Stallung erkennen, vor der weitere Reiter stehen mit ihren Pferden und siehst dann wohl weitere Bauern, die dann immer noch in den Gartenanlagen stehen. Ein kleines Häuschen, weitere kleinen Schweinestall würdest du meinen. Du kannst über eine Brücke gehen, die dann dich ins Innere der Motte führt, wo eine große, ja, Bergfried ist es nicht wirklich, aber das eigentliche Festungsgerüst dieser Motte dann aufgebaut ist. Es geht dann über eine Steintreppe nach oben, eine weitere Holztreppe nach oben und dann stehst du in einem, ja, es ist nicht wirklich herrschaftlich, aber es sind wohl einige Teppiche ausgelegt worden, die hier nicht hinpassen. Und nachdem du dann hier erstmal stehen gelassen worden bist, ist es kein Thronsaal, aber man tut so, als wäre es ein Thronsaal.
bis dann Albuin Invictus mit einer Greifenmaske auf dem Kopf durch eine Tür hindurchtritt und dann auf dich zu. Ich gehe auf die Knie und neige mich, also neige mein Haupt und warte, bis er mich anspricht. Du wirst sehr lange knien gelassen, gemustert. Du spürst einen brennenden Blick. Was tun derweil die anderen? Ado, Kasim, Matamycho, Indario. Ich hätte uns so positioniert, dass wir jetzt erstmal so lange, also bis Midas die Burg betritt, schon mal sehen, also die Burg auskundschaften können und auch sehen können, was mit ihm passiert, während er eintritt. Ja, hat er wohl kurz gesprochen. Ist schwer zu erkennen, aber du siehst dann, wie er irgendwann über die innere Brücke ins Innere der Motte geht und dann verschwindet. So, ich würde vorschlagen, dass wir uns hier jetzt aufteilen. Also die Leute von uns, die am besten sperren können, versuchen auszukundschaften, wie viele Posten wo positioniert sind. Und der Rest bitte hält sich erstmal bedeckt. Was haltet ihr davon? Kann ich ein Boot suchen? Vielleicht können wir das gebrauchen. Da die Motte in der Mitte vom Wasser liegt, halte ich das sogar für sehr sinnvoll. Ei. Ich glaube, da hinten, das Ufer ab. Schaut mal dort hinter der Motte, so halb links daneben. Da ist doch ein kleiner Hafen mit einigen wenigen Booten. Vielleicht könnt ihr die im Blick behalten. Vielleicht können wir einen Fischer seines Bootes erleichtern, wenn er mal hier vorbeikommt. Ei. Was tut Madarion? Liegt er im Schlamm? Madarion oder Mendarion? Madarion. Ja, wenn wir jetzt uns aufteilen, würde ich mich irgendwo anschließen wahrscheinlich. Wir sollten uns auch die Umgebung allgemein abseits der Flüsse ansehen. Ob es irgendwelche besonderen Orte gibt, an denen man sich gut verstecken kann. Sagt Kasim, während er sich seine Robe mit dem Matsch einschmiert, sodass er einfach schlicht nicht mehr so wirklich auffällt. Man könnte das fast als Tarnfarben bezeichnen. Bist du eitel? Ah, glaube nur arrogant. Ist irgendjemand von euch anders eitel? Ich bin eitel. Also Madarion. Ja. Dann kommt der Nachteil eitel jetzt zum vollen Tragen. Meine verdammten Klamotten. Madarion, wenn ihr euch nicht wohlfühlt dabei, könnt ihr auch hier bleiben und das Lager schon mal aufpassen, dass uns diesen Rückzugsorten niemand wegnimmt. Ja. Kauft doch euch einfach neue Kleider. Ja, dafür müssen wir erstmal diese Mission hier schaffen. Ja, deswegen. Hier machst du wieder Zauberzusel. Der ist clever. Warum tragt ihr nicht direkt Kleidung, die nicht so auffällig ist? Kasim trägt das wohl so auf, wie es beim Militär gelernt wird, als ob er das schon mehrere Male gemacht hätte. Streifen von rechts nach links, er dreht seinen Kopf so ein bisschen schräg, sodass es jetzt ein bisschen aussieht wie Grashalme. Ich tue es ihm gleich, als Söldner habe ich es auch schon einige Male hinter mir. Kann ich mit einer gelungenen Kriegskunstprobe das in einen potenziellen regeltechnischen Bonus umwandeln? Ja, würde ich dir sogar erlauben, weil du es als Kriegskünstler gelernt hast. Maraskan. Ich auch? Maraskan. Klar. Tarnen und täuschen. Lektion 1. Haha. Oh. Tja, als Speer sollte man sowas können. Ja, das macht man mal recht unbeholfen nach und klatscht sich einfach Schlamm auf die Kleider drauf. Sieht genauso aus, wie man sich's vorstellt dann. Ich helfe dir so ein bisschen, klemm dir noch so ein paar Grashalme hinter die Ohren oder so. Muttersein? Wollt ihr entdecken? Nee. Ja, siehst du. Also ja. Aber wenn ich auf dem Wasser bin, im Boot? Ja, dann ist eh wurscht. Aber wir werden jetzt eh noch kein Boot klauen. Es geht ja jetzt erstmal bloß ums Auskundschaften. Ei. Madarion schaut die anderen ein bisschen ungläubig an, was sie da gerade alles veranstalten. Ist das alles notwendig? Wie gesagt, und wir wollen doch nicht, dass sie gesehen werden, oder? Seinen Rückzug sichern. Notwendig ist all das, was verhindert, dass wir auffallen. Schauen wir uns doch einmal ein wenig um. Stimmt, der Zauberzusel hat recht. Kasim? Ja? Lariel hat gesagt, ihr seid Elementarist. Was ist das? Ist mir egal.
Was könntet ihr alles machen, was uns zu Hilfe kommen könnte hier? Das kommt schwer auf die Situation an. Vermutlich am universellsten einsetzbar sind Elementarwesen und Wettermanipulation. Aber Wettermanipulation ist was besser. Ich habe gesehen, wie Albuins Schädel jegliche Magie absorbiert. Ein Elementarwesen würde gegen ihn wahrscheinlich relativ wenig Chancen haben. Falls ich nochmal was einwerfen dürfte, ich bin ganz recht versiert mit Illusionen, sowohl optisch als auch hörbare Illusionen. Ich fürchte, dass Illusionen sich genauso verhalten werden wie jede andere Magie. Zumindest in einer einfachen Lakaien wird das hoffentlich reichen, aber Albuin selbst wird dadurch nicht zu täuschen sein. Ja, das ist auch meine Einschätzung. Vielleicht sollte ich mich dann doch anschließen. Könnte einer von euch dieses Ahnen hier für mich übernehmen? Ich habe das noch nie gemacht und habe das wahrscheinlich so schnell noch nicht mehr vor. Ja, warte, noch nie auf Maraskan gewesen, oder? Ihr wart auf Maraskan? Sagt nicht. Da wollte ich mal hin. Wollt ihr aber nicht? Aber die Kultur klingt so interessant. Die Leute dort sind verrückt. Alle miteinander. Das sag ich ja. Es gibt welche, die sind noch verrückter und sind an die Dämonen gefallen. Und die ganze Insel möchte dich umbringen. Alles. Ja. Tier, Pflanze, einfacher Wassertümpel, Menschen. Ja, gut. Und je nachdem, wie weit man sich in den Dschungel reintraut, dann laufen einem auch mal einfach Chimären und dämonische Gräser über den Weg. Und ja, das Gras läuft dort. Also ich bin jetzt seit einem Jahr hier in der Wildermark unterwegs und hier möchte mich auch alles umbringen. So viel schlimmer kann es doch nicht sein. Ja, auf Maraskan war das nur schon so, bevor die Dämonen kamen. Oh. Ja, wann anders. Darüber können wir wann anders fachsimpeln. Madaion, würfel mal bitte eine Tierkundeprobe. Und die Leute auf Maraskan sind ätzend. Die wäre mit plus minus null sogar geschafft. Plus minus null, gute Probe gewürfelt. Während die anderen sich unterhalten und über ja, ihre Erlebnisse sprechen, die haben sich immer noch mit Schlamm eingerieben, sind immer noch dabei, kannst du derweil erkennen, wie neben euch im Wasser ein merkwürdiges ja, Tier auftaucht, was du noch nie gesehen hast, eine Mischung aus Fisch und Vogel. Sie schaut was euch an, aufmerksam. Was ist das da drüben? Was denn? Sieht maraskanisch aus. Dann guckt man auf jeden Fall hin. Oh, was ist das? Hilft mir die Probe? Ja, noch nie gesehen. Eine Mischung aus Fisch und Vogel. Also sie hat sowohl Flossen als auch Flügel. Sie hat Schuppen und Federn gleichermaßen. Und schaut euch an. Aus vier Augen. Gefährlich. Und Darion, könnt ihr damit was anfangen? Das ist ein Dämon. Ich habe so etwas auch noch nie gesehen. Wie ihr alle nichts drauf habt, ne? Zu Hause gibt es so etwas nicht, denke ich. Travia, lad alle hier ein. Ich gehe da einfach mal ran, wenn ich irgendwie ein Stück Brot noch irgendwie habe, nehme ich davon was in die Hand. Wie groß ist das Vieh? Du würdest sagen, ungefähr so lang wie dein Arm. Reagiert Mara darauf? Zurückhaltend. Zurückhaltend ängstlich, zurückhaltend aggressiv, zurückhaltend neutral. Sie weiß nicht, was das ist. Sie weiß nicht, was sie damit anfangen soll. Sie kläfft nicht, sie bellt nicht. Sie hat den Schwanz auch nicht eingezogen. Aber sie hat es bemerkt. Und dann versuche ich das Tier einfach ein wenig zu locken mit dem Brot. Schau dich weiter an. Am Ufer bin. Ja. Ich gehe weiter auf es zu. Also irgendwann bin ich bei ihm und reiche ihm das dann direkt hin. Ach komm, was soll's Odem Zeit lassen? Na du, was bist du denn für ein Tier? Odem Zeit lassen mit einmal Kosten sparen. Und ich weiß nicht, mit der Sonne fütter ich das Tier erstmal einfach eine Weile mit Brotkrumen. Nee, es ist nichts. Mandarion, passt auf. Und seht ihr, es will gar nichts davon haben. Ich versuche es dann einfach mal zu streicheln. Ja, es lässt sich von dir streicheln und du merkst wohl, wie die Schuppen so abperlen und dann glitzern in der Luft und ja, fühlt sich gut an. Dem da ist nicht mehr zu helfen. Wenn es dann immer noch nicht vor mir flieht, hebe ich es irgendwann in meinen Arm. Warte, ist es mehr Fisch oder mehr Vogel? Beides. Also, hat es Kiemen. So viel Tierkunde werde ich doch wohl aufbringen können. Du hast keine Ahnung von Kiemen. Du hast gar keine Ahnung. Tierkunde. Warum habe ich keine Ahnung? Guck dir deine Tierkunde an. Plus minus die null. Die ist geschafft. Plus minus null. Ich doch kenne, ob ein Tier Kiemen hat.
Du hast keine Ahnung. Egal, ich hebe es jetzt aus dem Wasser. Das sieht maraskanisch aus, oder? Wenn sich sträubt, wird es Kiemen gehabt haben. Ich halte mal ein bisschen Abstand. Ja, und dann hebe ich das Ding in meinen Arm und wiege so ein wenig hin und her. Seht ihr? Es kann sich. Das ist magisch. Oh, wirklich? Und ich glaube nicht, dass es böse ist. Auch schon mal schön. Dann, Mendarin, lasst euren kleinen Freund mal herunter. Wir sollten uns darum kümmern, die Burg zu kundschaften. Naja, gut. Ich lasse ihn dann wieder vorsichtig ins Wasser. Und hoffe, dass er wegschwimmt. Ja, offenbar ist diese Region von Magie durchzogen. Albion in der Mitte? Das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Vielleicht gerade deshalb. Wir sollten uns umsehen. Ja, das ist auch meine Einschätzung. Ja, dann, ich würde mich mit, also, ich würde den anderen sagen, dass ich mir jetzt hier so, mich da in den Uferschlamm reinlegen werde und die Burg beobachten werde. Dann gibt es mal bitte eine Sich-Verstecken-Probe. Dadurch, dass ihr jetzt getarnt seid, würde ich euch sogar eine, ja, was hattet ihr gewürfelt? Die halben Sternchen würde ich euch geben. Ich hatte eine, das ist aber gut. Auf die Kriegskunstprobe. Ich hätte eine plus 9. Das wäre dann 5, oder? 5, genau. Zählt sumpfkundig? Sumpfkunde zählt, genau. Waldkunde nicht, Sumpfkunde schon. Hast du cool. Sumpfkunde? Ich bin auch Elf, ne? Ich habe Sumpfkunde. Ja. Sich verstecken war es, oder? Sich verstecken, genau. Schleichen ist noch nicht relevant. Vielleicht, wenn ihr durch den Schlamm wartet, dann definitiv, aber solange ihr nur spähen wollt. Oder eine Kurs. Oh Gott sei Dank. Ja, auf Maraskan war Klettern wichtiger. Die Reiter haben euch noch nicht entdeckt, aber ihr könnt wohl, während ihr da im Schlamm so liegt, auch sehen, dass ungefähr alle halbe Stunde gehen eine Patrouille von der Brücke aus, beziehungsweise vom Inneren, einmal in Richtung der Bauern, bleiben dort stehen, unterhalten sich 5 Minuten mit den Bauern und gehen dann weiter, patrouillieren und würden dann über den Knüppeldamm auch einmal in Richtung Norden über euch, an euch vorbeigehen, bis sie dann dort, es dauert ein bisschen, die Patrouille ist ein bisschen länger, aber sie werden irgendwie über den Fluss übersetzen. Und zumindest können sie auf der anderen Seite dann wieder auftauchen, stehen dann nochmal 10 Minuten am Steinkreis und schließen die Patrouille dann ab, indem sie wieder zurück zur Motte gehen.